Dienstagmorgen, 5.50 Uhr. Wir begrüßen euch recht herzlich in Mülheim an der Ruhr, hier im Stadtteil Seelbeck. Was haben wir vor? Wir laufen heute einmal großzügig um das Autobahnkreuz Breitscheid. Wird kein Gewaltmarsch werden, nur knapp 13 Kilometer. Wir starten gleich durch, ja, und wünschen euch viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's. Na komm, Pille, los geht's. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's. Pille, los geht's. Pille, los geht's. Hallo. Pille, los geht's. Jetzt geht's auch los, komm! Ja, was machen wir heute hier? Oder warum sind wir heute hier? Ja, ganz einfach. Heute Morgen erschien mir der Bewölkungsgrad dann doch zu massiv, um ins Feld zu gehen. Ja. Jetzt im Moment haben die Wolken sich wieder aufgelöst, machst du nichts dran. Ja, du musst dich immer halt eine Stunde vorher entscheiden, was du machst, wo du hinfährst. Vielleicht auch anderthalb Stunden. Ja. Aber so ist das halt, ne? Machst du nichts dran, machst das Beste draus und ich glaube, hier ist auch ganz schön. Und ich würde sagen, weiter geht's. Hele. Okay. So, während Pelle am Trinken ist, hinten, ja, er ist ja irgendwo im Schilf verschwunden, da, kann ich aber mal zur Temperatur sagen, wir haben 18 Grad. Angesagt sind 28, habe ich gerade noch mal geschaut. Ja, gestern war 30 und 31 Grad und und dazu scheint die Sonne von einem meist wolkenfreien Himmel. Ja, habe ich ja heute Morgen gesehen. Jetzt haben sie sich zum größten Teil alle verzogen, die Wolken. Naja, aber so ist das, ne? Freuen wir uns, dass wir hier sind. Was, Pelle, kommst du da nicht raus? Ja. Ja, und jetzt? Ach, Pelle. Wie kommt man jetzt da raus, ne? Pelle! 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 Ja, fein. Ja, ja, hast du fein gemacht, ne? Ja, danke. Jetzt bin ich auch nass. Sehr freundlich von dir. Danke.
Ja, ja. Warte. Zack. Ja, dann sage ich herzlich willkommen an der A52. Das hatte ich eigentlich gedacht. Wir überqueren die Autobahn mittels einer Brücke, aber wir laufen drunter weg. Ja, so kann es gehen, ne? Ah, Tele. So, ja, das Ganze sieht auch ganz schön aus hier, aber man hört doch im Hintergrund da das Rauschen der Autobahn. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier am Ton hört, ja. Und ja, Wind hat wieder aufgefrischt. Hm, Pele? Wollen wir mal eine Riegelzeit machen? Komm, wir machen mal eine Riegelzeit, komm. Ja. Ja, wo ist der Lümmel? Da. Hm, für eine Riegel. Hm? Guck nochmal. Ja, der ist jetzt schon richtig warm. Ja. So, ab und zu kommt mal ein Flugzeug vom nahegelegenen Düsseldorfer Flughafen. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Ja. Trotzdem schön hier. So, jetzt muss ich mich auch gleich mal irgendwo hinsetzen. Aber wieder so ein Steinhaufen im Schuh. Akku muss ich wechseln. Übliche halt, ne? Ach, Pell, da kommt ein Auto. Der stoppt uns jetzt voll. Eieieiei. Na, Pelle, Luft anhalten. Ne, guck mal, der biegt ab. Gar nicht ab, der parkt da unberechtigterweise. So einer. Ja. Ist jetzt ihre Hunde raus. Guckt blöd. Guckt noch mal blöd. Immer noch blöd. So, guck mal. Hier so ein großer Baumstamm, so ausgehöhlt. Ja. Keine schlechte Idee als Bank. Na, Pelle fehlt uns auch noch im Garten, ne? Hm? So, jetzt muss ich erstmal meine Schuhe entleeren. Ups. Mein Gott. Leise rieselt der Schnee. So. Na, komm. Pelle, komm, weiter. Ja, komm. Hoppi, jawoll. So, Pelle, komm. Einmal rüber. Und steh. Pelle, steh.
Jetzt könnt ihr, ne? So ist fein. Komm, weiter. So, 7.10 Uhr, Kilometer 4,8. Willkommen unter der A3. Ja, aber ich weiß nicht, heute haben wir kein Glück, über die Autobahn zu kommen. Laufen nur drunter weg. Weiß, wenn sie mich hier nicht überfahren, hier. Die Pflaumen. So, Hummelsbeck heißt die Straße. Hummelsbeck. Na komm, wir müssen rechts rum. Hummelsbeck. Ja, was gibt's zu sagen? Ja, nicht viel. Kilometer 5,1. Ja, müssen noch, ich glaube 8,5 Kilometer müssen wir noch laufen. Ja. Komm, Opa. Ich habe nicht viel zu erzählen heute. Keine Ahnung. So, das war der Hummelsbach oder Pellebaden war. Ich glaube, wir müssen. Pelle, ich glaube, wir müssen hier lang. Komm mal mit. Upsa. Zack. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ja, ich glaube, wir sind richtig hier. Das glaube ich jetzt nicht, ne? Ist der Pelle wieder da unten? Ja? So. Und da unten ist es dermaßen matschig. Da hat er jetzt die ganzen Beine dreckig gehabt. Habe ich ihn wieder da vorne hingeschickt, wo er zuerst drin war. Ja, saubere Beine. Jetzt rennt er wieder hier rum. Jetzt kriegt er gleich wieder dreckige Beine. Jetzt können wir wieder zurücklaufen. Kerl. Ah, naja, geht. Komm, Peter, hast du Glück gehabt. Hm? Ferkel. So, liebe Leute. Wir befinden uns hier am Ratinger Waldsee. Ja, und alles, weil ich gestern über Mücken erzählt habe, ja, das ist hier ein lauer Schiss. Ja, also Mücken. Ah. So, muss ich aufpassen, dass ich vor lauter Telefon und Mücken, ja, nicht hier vor die Bäume laufe. Juppa. Ah, da hast du auch noch Brennnesseln hier. Der ganze Weg ist voller Spinnweben hier. Ja. Voller Fußangeln. Das kann ich, mein Hund, der rennt hier durch. Ja. Womit habe ich das verdient? Dass mich hier die sind Mücken auffressen wollen. Ja, hallo. Boah. Die waren aber fleißig hier, die Spinnen oder wer auch immer diese komischen Spinnweben macht. Ja. Ja, einmal kurzer Blick zum See und weitergehen. Pelle, 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 komm. Du
Ist echt total leid für den Hund. Ja. Aber diese Mücken hier, jetzt weiß ich auch, vor mir kein Mensch langläuft. Kann ich ja auch nicht gucken, wann denn der Weg zu Ende ist. Wenn, dann kommt alles auf einmal. Ach, jetzt hast du ja noch Brennnesseln hier. Aua. Ach, so ein Kack hier. Ja, Herr Pelle, ich komm. Ach, Leute, guckt euch das mal an hier. Weg, der ist ja immer unzugänglicher hier. Geh mal hoch. So. Upsa. So. Ja. Gleich mal gucken. So, es wird lichter. Gleich knickt der Weg ab. So ein Glück. Jetzt habe ich die Schuhe auch wieder nass hier. Ich hatte hohe Gras. Wo ist mein Hund? Ach, geil. Ah. So, jetzt habe ich gedacht, der Weg, der knickt hier ab. Da kommst du aus dem hohen Gras hier raus. Ja, mal Pustekuchen, dann geht hier weiter. Ah, hier sehe ich ein Haus, eine Straße. Das sieht gut aus. Ja, Pelle, ich komme schon. Guck mal, oh. Brennnesseln. Hey, 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 hey. So, ei, ei, ei. Meine Fresse. Muss ich überhaupt hier lang? Ja. Jetzt müssen wir erstmal. Puh, bin ich so schnell da durchgelaufen. Ist mir ganz warm, ne Pille? Komm mal hier, Pille. Ja, ja. Hast du da eine Zecke? Ne, ist nur eine Spinne. So, Kilometer 6,5 um 7.26 Uhr, ja. Ja, sorry, dass wir da so durchgerattert sind, aber da war ein dermaßiger Mückenangriff. Ja, also wollte mir da meine Arme und Beine nicht zerstechen lassen. So, jetzt kann ich meine Füße und meine Schuhe auch mal trocknen lassen. Hier so ein bisschen. So, Pelle, einmal hier rüber. Komm, kommt der Auto. So. Und dann würde ich sagen, haben wir knapp die Hälfte geschafft. Weiter geht's.
10,1 Kilometer gelaufen um 8.14 Uhr. Wir verlassen jetzt Ratingen-Windorf und gehen jetzt unter der A3 wieder hindurch, ja, da vorne. Laufen ein Stück die A3 entlang und dann laufen wir durch den, ich habe es wieder vergessen, Quellenpark in der Lindorfer Mark oder so ähnlich. Guck's gleich mal nach. So hatte ich eigentlich gesagt, dass ich gemerkt habe, dass ich einen Fleck auf der Linse gehabt habe. Ja, den habe ich gerade mal weggemacht. Ja, sorry dafür. Ja, aber den Stick immer auf und zu machst, ja, dann kann schon mal passieren, dass du mit den Fingern da auf die Linse touchst. Ne? So, ja, jetzt laufen wir hier direkt an der A3 entlang. Ja, irgendwie ohne Mauer, ohne Schutzwand, Lärmschutzwand, Büsche oder sonst irgendwas. Keine Ahnung, was sie hier gemacht haben. Ne? Naja, so. Jetzt haben wir noch 3,2 Kilometer zu laufen. Und ich würde sagen, weiter geht's. Ja, weil die Sonne hat nämlich schon mächtig aufgedreht. Und wir sind schon tüchtig am Schwitzen, ne, Pelle? So, und jetzt habe ich auch gesehen, dass das nicht die A3 ist, ja, sondern die A524. Ja. Appelle, hättest du mir auch mal sagen können, ne? Sehr unvorbereitet, der Hund. So, ja, dieser kleine Bach kam ja wie gerufen für den Pille. Ja. So, wir überqueren jetzt die A3. Ja. Weiß ich gar nicht, in welcher Richtung wir nachher fahren müssen. Ob jetzt da lang, wo kein Stau ist, oder da hinten, kann man es nicht erkennen. Weil ich übersehen kann da hinten. Ja. Da, wo es blinkt, da wird der Mittelstreifen, werden wohl die Pflanzen weggemacht und da ist Stau. So, knapp 2 Kilometer noch zu laufen, größtenteils jetzt durch den Wald, ja, und ich würde sagen Endspurt. Uhr 57, genau 13,3 Kilometer gelaufen. Wir haben jetzt noch 500 Meter bis zum Auto. Die genauen Werte blende ich jetzt gleich mal ein. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Wir haben sehr viel Spaß gehabt und es wird uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Ne, Pille, dich freut das auch.